Hallo meine Lieben, heute möchte ich dem Sternzeichen Krebs in seinem Horoskop für den Monat Juli und Juli einige Tipps und Hinweise geben. Das Element des Krebses ist das Wasser. Was die Welt der Träume und Fantasien symbolisiert. Die Menschen, die im Sternzeichen Krebs geboren sind, sind sehr nachdenklich und wirken daher etwas introvertiert. Am meisten leiden sie unter häufigen Gemütsschwankungen. Sie sind sehr hilfsbereit, leiden aber auch unter eigenem Selbstzweifel und Angst. Wichtig für sie sind Geborgenheit und Harmonie, aber sie sind auch sehr leicht eingeschnappt. Und durch Worte sind sie leicht verletzbar. Zurzeit dürfen die Krebse in der Partnerschaft und Liebe aufatmen. In den letzten Wochen war ihr Leben etwas durchwachsen, doch jetzt kann er sich auf romantische Stunden freuen. Offene Fragen lassen sich in der kommenden Zeit leicht klären und alles läuft harmonisch und gut. Ja, es bestehen große Chancen, den oder die Richtige zu finden. Im beruflichen und im finanziellen gestaltet sich ihr Leben in diesem Monat erfolgreich und passabel. Krebse erweisen sich als Streitschlichter, wie auch als Vermittler in Konflikten unter den Kollegen und im Privaten. So schaffen sie sich ein angenehmes Betriebsklima. Ihre Lebenseinstellung ist so positiv, dass sie sämtlichen Anforderungen gewachsen sind. Mein Tipp für diesen Monat ist: Dir, lieber Krebs, steht nichts im Wege. Zu deinem Lebensglück kann man nur gratulieren. In den kommenden Wochen wirst du erfolgreich im beruflichen und finanziellen sein. Vergiss aber nicht, deine Energiereserven immer wieder aufzutanken. Dazu bewege dich immer wieder einfach in der frischen Luft. Das tut dir gut. Ich wünsche dir alles Gute hierfür. Alles, alles Liebe, eure Deria.